Ich hatte so ein Strahlen im Gesicht. Meine ganze Zukunft lag noch vor mir. Ich kann mich mit der Frau noch verbinden, weil sie damals voller Sehnsüchte und Wünsche war, die mich heute auch noch begleiten. Ja, ich finde mich darauf hübsch. Ich fand mich damals schon ziemlich cool. Das war nach Amerika. Da stand eine Tonne mitten im Bach und da bin ich draufgesprungen und hatte so ein totales Freiheitsgefühl, hoffnungsvoll und voller Neugier. Damals habe ich ihm das Foto geschrieben. Moment. Meine Segelfahrt auf einer Tonne von hier um die ganze Welt. Wir haben so viele Krisen gemeistert. Das schweißt extrem zusammen. Wir sind super darin. Aber wir haben 2017 festgestellt, dass wir gar nicht super darin sind, Dinge zu genießen. Und das haben wir dann angefangen. Nochmal angefangen. Da fängt dein Unterleib halt an zu kontrahieren, damit er das ausstößt. Und das waren furchtbare Schmerzen. Ich konnte nicht mehr aufrecht gehen. Ich habe mich irgendwie aufgestützt auf einer Liege in der Praxis und habe versucht, den Schmerz wegzuatmen. Erst nach 10 Minuten kam eine Arzthelferin rein und sagte so: Ja, was ist? Und ich so: Ich vergehe hier vor Schmerzen. Haben Sie vielleicht irgendwas Schmerzstillendes? Und sie dann so: Ja, das tut halt weh. Aber ich wollte das auch. So war das nicht. Ich war die typische Hausfrau. Ich besorgte das alles. Ich kochte, ich machte ihm die Wäsche, ich legte ihm die Sachen raus, die er dann anzog. Ich war dann erstmal mit Überleben beschäftigt und sehr schnell bin ich in so eine Funktionsrolle gerutscht. Ich wusste, dieses Kind ist in jeglicher Hinsicht von mir abhängig. Und da ich aus einer Familie mit einer hohen Disziplin komme, habe ich das geleistet, obwohl ich eigentlich im Krankenhaus hätte bleiben müssen. Es war dann schon am Abend vorher so gewesen, dass sie nicht mehr zurück wollte. Ich war noch arbeiten und meine Frau schickte mir dann ein Bild von der Schlafenden in diesem Bettchen. Das war schon verrückt. Wenn du mich noch einmal ansprichst und guten Tag sagst oder mir noch mal mit Blumen oder Pralinen kommst, ich schlag dir die Blumen ins Gesicht und die Pralinen, die kannst du aufheben. Mein Mann hat mir einen kleinen Tannenbaum geschmückt und wir haben uns nett davor gesetzt und geheult. Nur geheult. An den Weihnachtstagen sind wir dann das erste Mal zu Besuch in die Klinik, um unseren Sohn zu sehen. Da habe ich beobachtet, wie die Schwestern mit dem Bett rum und das Bett gegen die Wand und an der Wand lang und so. Also, das war gar nicht ordentlich und lieb. Bitte schafft einen krassen, ich rede nicht von 200 Euro, einen krassen finanziellen Ausgleich dafür. Bis ins hohe Alter. Ich werde kaum eine Rente haben, weil ich in Teilzeit gearbeitet habe. Sag mal, ist das euer Ernst? Dann hat mein Mann so genickt und gesagt: Den nehmen wir. Und auf dem Flur bin ich dann meiner Pflegedienstleitung in die Arme gelaufen, denn das war die Klinik, in der ich gearbeitet habe und ich war ja eigentlich krankgeschrieben. Und auf einmal laufe ich da rum. Es gibt ja Frauen, die sagen: Wir wollen keine Kinder. Das ist zu viel Verantwortung für uns. Wir möchten leben. Aber Kinder sind das Wichtigste, finde ich. Wer keine Kinder hat, der kann nicht sagen: Ich habe gelebt. Hinzu kam, dass mein Mann mit allem so überfordert war, dass er stattdessen Karriere gemacht hat. Ich kenne Tinder jetzt in- und auswendig. Das ist ganz interessant. Manchmal erzähle ich das meiner Mutter. Die ist richtig cool. Vor ein paar Jahren sagte sie zu mir: Weißt du, die Tochter meiner Freundin, die trifft sich mit Männern so übers Internet und dann verbringen die ein Wochenende zusammen und das ist schön. Willst du sowas nicht auch mal machen? Wenn ich mir die Frau auf dem Foto nochmal anschaue, würde ich ihr sagen: Du hast das gut gemacht, aber du hättest mehr an dich glauben können. Ich habe nichts mit Religion zu tun, aber ich glaube, da oben meine Oma, die leitet vieles. Tipps für die Zukunft? Fällt mir nix. Nix.